Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der Sir Motro. Sir Motro, genau. Und ja, wir spielen Ghost Recon Wildlands. Und Wildlands? Die nächste Mission, stehlen Sie den Hubschrauber. Schrub, schrub, schrub. Schrapp, schrapp, schrapp. Kann ich jetzt hier eigentlich meine Drohne rufen? Nee, kann ich nicht. Könntest du aber, glaube ich. Warte mal, teste ich. Ja. Geht's. Oh. Toll. Und ich. Ey, das war ja mega fail. Oder ist deine Drohne in den Rotor gekommen? Die Drohne sah ein bisschen tiefer aus. Ich habe eigentlich die Feinde gerade anvisiert. Weil das habe ich nämlich jetzt auch als Vermutung gehabt, unser letzter Abschurz, ob das nicht meine Drohne war, die in den Rotor geknallt ist. Ah, ja, müssen wir mal testen. Ein bisschen hinter mir. Oh, über mir. Ein scheiß Helikopter! Ein Helikopter. Der haut ab. Das ist der, den wir da brauchen. Verkackt, will er wegfliegen, ne? Ja, ich glaube, ich ist schon verkackt. Oh, mit Rotpunkt geht das alles viel besser. Ja, stehlen, wenn er weg ist, oder was? Fuck. Fuck. Ich habe einen Traktor gefunden. Der Tango ist hin. Du läufst ihm hinterher oder wie? Anschneiden, Leute. Ja. Ich töte hier gerade noch die ganzen Gegner und sammle. Düp, 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 düp. Das musst du sehen, ey, Gangster-Style. Mit Traktor. Unser anderer Helikopter ist ja leider kaputt. Hier ist ein Feuerauto. Weil Tankwasser. Ach, fuck. Tja, es gibt schließlich noch andere Helis da draußen, oder? Ja, das ist gescheitert. Ja. Ich komme mal in deine Richtung. Oh, der Traktor geht richtig gut ab hier. Du fährst vor mir weg? Nee. Achso. Boah. Weiß nicht, wo du bist. Ich bin ganz weit hinter dir. Sitzt du in dem Helikopter? Ja. Du nicht? Wo hast du den jetzt her? Der stand hier. Komm, Montro, komm, Montro. Wir haben von Charlie die Info gekriegt, dass wir abheben sollen. Ich bin da. Ja, mach mal hier. Markiert. Sprengen Sie die Stationseingänge. Oh. Sprengen können wir. Sprengen? Ja, ja. Du bist der Sprengmeister. Ich hab Granatwerfer. Ich kann das alles an die Hose sprengen. Waffe haben wir nicht. Kannst du schießen? Aber ein bisschen, ja. Der Helikopter ist schon mal nicht mehr. Aber ich muss mal rumfliegen. Hier ist irgendwie nichts. Oh. Müssen wir da rein? Ich glaube, da müssen wir rein. Na ja, gut, ich versuche mal jetzt zu landen. Ich steig schon mal aus, vorsichtshalber. Ah, ein bisschen schräg, aber interessiert keinen. Dann, hier ist Munition. Hier konnte man Türen aufsprengen. Ja, warte, ich mach taktische Türen Aufsprengung. Tango getroffen. Oh, hast gleich einen zerpimmelt. Ah, ich bin tot! Räche mich! Oh, steh doch mal auf hier, das kann ja wohl nicht angehen. Oh, ich bin so müde, ich bin so überarbeitet, ich muss schlafen. Danke. Hacken Sie die Relays. Oh, wir müssen schnell hoch. Das haben wir beim letzten Mal auch verkackt. Schnell, schnell, schnell. Hack mal schnell. Ich hacke so schnell ich kann. Hack, hack. Nach der Abschaltung dieser Station können die Rebellen aktiver werden. Ah ja, ziemlich schnell gehackt.
Stufe 6, ich bin der Hammer. Profi-Hacker. Oh, wo kann man denn seine Stufe sehen? Stufe 6, ja. Stimmt. War gerade bei mir eingeblendet, so. Hier war noch einer. Ne, da sind wir gekommen. Ich glaube, da kommen noch mehr. Draußen? Ja. Oh, es wird wieder hell draußen. Endlich kann man wieder was sehen. Auf der linken Seite, glaube ich, müsste da sein. Da rollt ein Fass. Mehr gibt's ja nicht? Nö. Das war unsere Mission. Ah, hier oben ist Munition. Das war die Mission. Ja, wo jetzt? Oh, der Helikopter ist wieder da. Wollen wir es nochmal versuchen? Oh ja, komm. Fliegen Sie. Motor an und los. Oh, da geht der ab hier. Oh, wir haben hier sogar Lichtmöglichkeit. Kommen wir mal ganz schönes Tempo drauf, ne? Einfach jetzt hier runter oder beballern? Warte. Oh, scheiße. Wenn ich jetzt... Oh, fliegen. Runter. Ich lande hier. Oh, fuck, jetzt hab ich... Der Hubschrauber. Ach so, kaputt, man kann man den auch nicht. Nein, wir dürfen den nicht, wir müssen den klauen. Ma. Wir müssen die schnell töten und dann, aber ich glaube, mit dem Helikopter da reinkommen ist scheiße. Ja, dann müssen wir irgendwie mit Schalldämpfer arbeiten. Naja. So können die Zuschauer auch sehen, ja, dass wir nicht perfekt sind. Hallo? Wir sind perfekt. Wir ich machen weiß. Das mit Absicht. Wir sehen perfekt aus, aber das sehen die ja nicht. Wie weit ist denn das jetzt weg? Ich lade noch. Schalldämpfer. Zieloptik. Zielen Sie mit rechter Maustaste. Drücken Sie B. Um ein... Ach so, super reich, oder? 700 Meter? Ach nee, 700 Meter muss das nicht... Wir klauen El Politos Auto. El Politos Auto? El Polito. Ist gleich hier um die Ecke oder was? 300 Meter hier vorne. Das ist eine nächste Story-Mission. Schöne Sonnenaufgang. Oder ist das der Sonnenuntergang? Ein gepanzerter Unterstellplatz für die Kampffahrzeuge des Kartells. Oh ja. Das sind Zivilisten, ganz viele Zivilisten. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Da ist ein zweiter Tango. Ziel Nummer 3. Okay, wir sind ganz schön weit weg noch. Wir müssen noch ein Stück ran. Okay. Hier ist ein Nachschub. Scanne weiter. Auf jeden Fall sind auch Zivilisten dabei. Ja, ja. Verdammt! Warte, ich geh mal in dieses Haus rein hier oben. Am Geschütz jemanden getötet? Gatling Gun ist bei denen unbesetzt. Ah, die Zivilisten laufen um die Ecke hier immer. Musst du echt aufpassen. Ah, von hier sehe ich niemanden mehr. Gegner tot. Fuck.
Oh fuck, fliege. Scheiße. Ah, ich musste weg. Wie viele Sekunden hast du noch? 50. Okay, ich komme. Wir wissen eh alle, wo ich bin. Ich bin ganz schnell, ich bin Flash Gordon. Flash! Gordon! Nicht ab! Geh hinter die Wand. Ach, ich steck dir gerade was rein hier, meine Lieblingsspritze. Zack. Schnell hinter die Wand, da kommen wir. Ich hab sie nur 5-mal benutzt. Abschuss bestätigt. Du blutest. Ich habe außerdem den Zivilisten getötet. Naja. Bist du oben, ja? Ja, Einsatz fehlgeschlagen. Einsatz fehlgeschlagen. Fahrzeug, wer hat das da? Hast du das Fahrzeug zerstört? Da waren drei Leute, ich wollte eine Granate hinsemmeln. Oh nein! Alter, scheiße! Ich hab nicht gesehen, dass es das Fahrzeug war. Ich hab nur gesehen, drei Leute auf einen Haufen. Das schreit nach einer Granate. Oh. Kann doch keiner ahnen, dass die das Auto beschützen. Ich glaube, das hat man als fettes Symbol gesehen. Ich hab's übersehen, das war zu klein. Oh Mann. Aber da kamen gerade nur richtig viele Leute, ne? Ja. Also ich glaube, die Folge können wir so Fail-Paradies nennen, oder... Ich hab nicht mal im Ansatz genug markiert. Ja. Die waren noch zu weit weg am Anfang zu markieren. Nicht so viele habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Doch, links waren dann 3-4 Stück auf einen Haufen. Zwei, drei waren da, glaube ich. Ja, aber die waren eben nicht da, als ich mit der Drohne drin war. Ja, die kamen von links, die hast du nicht aufgedeckt gehabt. Und die, auf die ich gerade die Granate geworfen habe, waren wohl auch nicht aufgedeckt. Keine Ahnung. Sonst geh du auch mal mit der Drohne rum. Ja, mache ich jetzt auch. Die Drohne ist du musst auf jeden Fall nur aufpassen, dass die dich nicht sehen dabei. Wagen mit montierter Waffe. Ich pack die Drohne aus. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Oh, hier sind ganz viele. Hier hinten am Rand. Ganze Sachen versteckt. Nein, ganz, ganz viele Versteckte. Noch ein Ziel macht 10. Was siehst du, was für... Ja, die sind... reingelaufen sind. Die sind echt überall versteckt, die Leute. Okay, meine Batterie ist alle. Du bist im Gebäude? Nee, ich fliege noch mit der Drohne. Achso, weil rechts... Du siehst bei mir so einen Kasten. Okay, jetzt bin ich, wieder aus der Drohne raus. Wir sind bei 15. 15 Gegner! Vor dir ist, glaube ich, einer und rechts bei dir sind auch welche. Aber ich habe Angst, dass sie dich gesehen haben. Ich habe Zivilisten hier. Nee, mich hat keiner gesehen. Also ich habe hier um die Ecke welche, ja. Aber... Da sind so Motorräder auf der Karte abgebildet. Hm, da sind Gegner, aber ich bin in einem Haus drinne. Bin versteckt. Okay. Okay, hier im Haus sind noch welche. Zivilist. Ja, okay. Von mir aus können wir nach und nach zugreifen. Ich habe einmal Kit, den ich jetzt gerne wegschießen würde. Ja, mach das. Scheiße, blöder Zaun. Ja, okay, das war nicht so gut. Ich krieg den durch den Zaun nicht. Jawohl, ist tot. Noch ist kein Großalarm, ne? Doch, wir werden gejagt. Nee, ich nicht. Mich hat noch keiner gesehen. Tango ist tot. Einer am Geschütz gekillt, zack. Jetzt werde ich gejagt. Ja, jetzt habe ich gerade zum Blinken gesehen bei den Leuten, die wissen jetzt Bescheid. Vamos a enseñarles quién manda, disparen.
Ja, ich schalte noch ein bisschen aus der Ferne aus. Ja, mach was du kannst. Oh, ich dachte, du hast ihn nicht gesehen, ey. Aber jetzt hab ich der Scheiße! Jetzt wissen wir, wo sind. Somos inocentes. Soy inocente, por favor. Okay, jetzt wissen sie, wo sie ist. Jetzt erst recht. Oh, scheiße, ich liege. Ach, kacke. Ey, da brauchst du eine Entfernung. Ach, da oben auf der Ecke sitzt einer. Ah! Da haben wir Geschütz, haben Geschütz. Will nicht sterben. Jetzt aber, schnell, schnell, schnell. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Los, lustig. Junge! Oh. Bei mir liege ich viel weiter weg. Unten. Jetzt bin ich fast selbst vom Verrecken. Nein, 20 Sekunden. Wir dürfen sich verkacken, es sind nicht mehr viele Gegner. Ich versuch. Oh, ich hätte ihn unterbrochen. Töten! 4, 3, 2. Nein, jetzt fall ich auf! Ich wollte noch zu dir! Ich wollte dir noch helfen! Nein, die Schweine! Nochmal ist von vorne. Die haben den Scharfschützen-Trick gemacht. Ja, wir haben auch ein bisschen verkackt. Hast du irgendwas, was auf Einzelschuss ist? Weil du schießt immer zu viel. Ich weiß nicht. Die Leute sind schon tot und du ballerst weiter. Das ist mein Finger, das ist so. Der PUBG-Finger, der schießt immer weiter. Ja, aber das Problem ist halt, du hast jetzt da hinten einen getötet gehabt und die letzten zwei Schüsse, die haben halt dann den Typen angelockt. Liegt das in der Waffe? Ich habe wirklich gerade nur einmal gedrückt. Ah, Y. Hier, du kannst mit Y kannst du halbautomatisch und vollautomatisch umschalten. Ja, habe ich jetzt eingestellt. Dass du nur einmal klicken kannst und dann nur einmal schießt. Habe ich für dich gemacht. Aber die haben dich doch gesehen, darum war das das Problem. Ja, am Ende dann, als wir schon gejagt wurden. Oh, also ich glaube, ich nenne die Folge einfach so Fail. So, alles nochmal markieren. Da ist ein zweiter Tango. Sehe einen dritten. Drohne fliegt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Wagen mit montierter Waffe. Noch ein Tango, es sind jetzt 10. Wie viel hattest du? 15, ne? Ja, glaube ich. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Aber ich weiß nicht, ob man das irgendwo sieht, wie viel wir haben. Ja, weil er es ja vorhin erwähnt hat. Zielgesicht also. Nummer 15. Ja, genau. Jetzt auch gerade wieder Zielgesicht Nummer 15. Ja, hab ich auch gehört. Ich geh nochmal gucken. Chat, jetzt hab ich mich verdrückt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Okay. Tango getroffen. Der nette Kollege da ist schon mal tot. Ah, gut, der hat mich fast gesehen. Ja, oben sind zwei, das ist doof, wenn wir die töten. Rebellenkollegen von uns. Ich sehe eine montierte Waffe. Hier, unten. Tango okay. Getroffen. Die haben ein MG oder so drauf. Fängt er jetzt an zu ballern? Nee, aber die stehen da. Tangos.
Die fahren jetzt, glaube ich. Die da hinten. Ja, ich mach den. Ja, alles klar. Bei 3, 1, 2, 3. Beide daneben gemacht, geil. Ah! Beide daneben geschossen, super. Ja, jetzt hat er Bescheid gesagt. Scheiße! Das Geschütz kann man nicht ganz drehen! Alter, da hat mich einer durchs Fenster gesehen. Die sind ja schlau. Tango ist tot. Okay, die Rebellen greifen an. Also das ist ein Zaun, das ist unglaublich. Da kann man nicht durchschießen, ne? Rebellen, wenn ihr diesen Scheißwagen anders hinfahren würdet... Oh, ich weiß, was ich mache im Börser. Der Rebellenmörser feuert. Ich hab da Börser. Jawohl, hat nichts gebracht. Ja, die haben ja schon so ein super Geschütz. Die Rebellen können nicht kämpfen. Scheiße! Ey! Die schießen mein Fahrzeug kaputt! Wichser! Aber du lebst noch, ja? Ja, ja, du auch? Ja, ja. So, und den Typen da unten, den hol ich mir jetzt. Oh, oh! Der nicht kommt runter! Oh. Nicht mehr irgendwas hier mit Granate, das Auto brennt schon. Ich wollte aufs Dach werfen, hat nicht ganz funktioniert. Ja, warte, dann hol ich mir jetzt. Oh, Lamborghini oder sowas? Was für ein Nobelhobel. Und es liegen zwei blutige Kondome. Das ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh halt, zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Juris und Polito Schlitten. Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Narko-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, hab ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Hier hinten in der Ecke. Orden. Bei der ganzen Kohle mit den Orden gedacht, kann man also schönere Orden. Sachen freischalten, okay. Na dann, wenn das so ist, dann ist das so. Mehr ist hier nicht. Munition, das war's. Nachschub. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Ach, ich möchte mit dem Auto nicht fahren. Muss ich fahren? Ah, hier blinkt doch noch was. Hast du das schon markiert hier? Was ist das? Was denn? Ja, es ist nicht angegeben auf der Karte, diese ganzen Nachschubscheiße. Ja, nee, nee. Wir müssen, weil wir es nicht aufgedeckt haben oder nicht gefunden haben oder sowas. Deswegen gehe ich auch hier gerade noch ein bisschen alles ab. Drüben war es dann auch schon, ne? Mhm. Sieht erstmal soweit ganz gut aus. Ja, okay. Alles klar, dann stehen wir mal den Lamborghini. Willst du mitfahren? Nö, nö. Moment, ich fahre. Ich fahre hinterher. 2 Kilometer. Ja, du bist schneller. Warum stehen ganz viele Leute auf der Straße? Das verstehe ich. Oh. Hast du einen Unfall gebaut? Mhm. Darum wollte ich nicht fahren, damit das Auto ja heile bleibt.
Oh, springt hier auf die Straße, die dumme Kuh. Die Zivilistin ging nicht auf meine Rechnung. Das war Selbstmord. Oder Versicherungsbetrug. Die wollte doch bestimmt Geld raushauen. Aber nicht mit mir. Ich halte nicht an. Ich fahre weiter. Zählt das? Ja, es zählt. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Aktion abgeschlossen. Ich habe sogar Uplay-Punkte bekommen. Uplay. So, jetzt holen wir uns die verkackten. Das auf 1,2 Kilometer, oder? Ja. Oh, gegnerischen Auto da vorne. Okay. Aber die Einschüsse hat man echt gut gesehen. Nö, nö. Was ist das für Techno gerade gewesen, ey? Ah, lass doch schon mal hier aussteigen. Gar nicht auffällig geparkt. Aber da vorne sind schon ganz viele. Ja, darum ja. Die Drohne ist oben. Zweites Ziel da drüben. Drittes Ziel. Ich gehe mal außen rum und gucke mal, dass ich Blick auf den Heli bekomme, nicht dass da einer einsteigt. Ah, du bist schon am Scan, sehr gut. Ja, aber da ist bisher nur einer direkt davor. Aber ich bin außer Reichweite. Einen habe ich gefällt schon mal. Der war so schön offen. Okay, ich gehe auch. Ups, komm ich wieder raus. Ah, komm ich hier raus? Okay, ich bin. Oh, du, man kann direkt über hier auch aufs Befehlsrad zugreifen, dass du dann von der Drohne her. Sie wurden gesehen. Ich liege, aber ich habe die meisten abgeknallt. Dann muss ich stürmen. Ja. Direkt bei mir ist. Vor dem LKW. Bei dir, oder? Hm, ich hab nicht. Ich bin Ziel mit Maschinenpistole. Ja, perfekt. Ich weiß aber nicht, wer uns jetzt gesehen hat. Ich weiß es auch nicht, also. Ich wurde nicht gesehen. Ich habe gerade den, der mich fast gesehen hätte, gekillt. Gott verdammt. Hm. Oder die haben mich gehört, weil ich hier rumgelaufen bin. Ah, hier gibt's noch Dokumente im Gebäude. Oh, und ganz viele Supplies. Hier drin ist noch was. Was denn? Hab ich was übersehen? Hier soll noch was sein. Ey, hier liegt was, weiß ich nicht. Ah. Ach, hier draußen. Auf ach so, Seite. Oh. Okay, haben wir. Ja, wohin mit denen? Ich fliege. Ja, ich fliege, ich weiß nicht. Hat aber keine Bewaffnung, ne? Das ist ja auch ein Medizin-Hubschrauber. Ach so, lame. Toll, diese 5 Meter hätten sie das Ding auch selber abholen können. Steuerungstaste. Ja. Nicht Leertaste. Komm runter. Wir sind nicht schlecht. Das ist doch schön für eine Folge. Ja. Sehr erfolgreich. Viel Fail und sehr erfolgreich. Viel? Die ganze Zeit eigentlich.
Wo wollen wir jetzt hin? Noch was Kleines in der Ecke hier? Welche Ecke? Was meinst du? Oh, warte mal, hier ist noch irgendein Dokument, was ich nicht aufgesammelt habe. Im Haus ist noch ein Dokument, das muss ich noch aufsammeln. Hab ich vergessen. Oh, hier ist eine Kettensäge. Oh, jetzt sehe ich das auch. Dokument. Ach, ich habe keinen Bock, diese ganzen Hinweise zu lesen. Geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg. Ach, danke. Hier, da können wir noch hin. Ja, dann machen wir das auch noch. Aber ich fahre mit dem Fahrzeug. Ich will diesen Lastwagen mal fahren. Da waren wir gerade, ne? Da haben wir den Hubschrauber geholt. Echt? Ja. Oh, dann komme ich. Aber da ist noch ein Fertigkeitsbuch. Ja, ich komme dann doch mit dir. Hey, geil, du fliegst schon los. Ich kletter da noch um rein. Oh ne, das ist schon wieder dieses Grundstück. Kann da nicht schießen. Ja, dann lande einfach. Irgendwo sehe ich einen nicht. Fertigkeitsstufe 7 erreicht. Ich sehe eine Waffenkiste. Ja, das wissen wir. Hast du noch einen gesehen zum Killen? Ich habe jetzt hinter dem Haus noch einen getötet, jetzt sehe ich keinen mehr. Okay. Passt gut zu meinen Stiefeln. Hatten wir das letztes Mal übersehen? Ich weiß es nicht. Hier hinten in der Ecke. Ach, da ist auch noch was. Die Waffenkiste hier hinten bei dem Gebäude hattest du, ja? Also Waffenteile. Die Fertigkeitspunkte, wo du jetzt gerade bist. Das war ein Fertigkeitspunkt, aber da wo ich gerade war, da war ein Waffenteil. Hä? Wo? Hier ist eine Munitionskiste. Ja, vielleicht hatte ich das letzte Mal nicht mitgenommen. Bei dem Gebäude auf der anderen Seite, von der ich ja gerade hergelaufen bin. Jetzt links, da an der Seite. Ne, hier kann ich nichts aussammeln. Dann hatte ich das letztes Mal nicht eingesammelt. Möglich. Na gut. Jo. Jo. 33 Minuten. Jetzt waren wir aber sehr erfolgreich. Jetzt? Also mindestens sehr erfolgreich. Jetzt waren wir sehr gut. Kann man nach oben schießen so? Yeah, gewonnen! Nein. Du gehst wieder auf Hühnerjagd oder? Hohnchen. Bei mir sind die Hühnchen noch da gewesen, die du erschossen hast, glaube ich. Okay. Ich wundere mich gerade, wo du drauf schießt. Ja, auf 4 Hühnchen, die dir wahrscheinlich nicht mehr angezeigt wurden. Nee. Tolle Server-Synchronisation oder generell Spieler zu Spieler oder so. Naja. Gut, dann machen wir einen Break. Würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ihr könnt die Videos bei mir oder bei Montro gucken, wo ihr wollt. Am besten bei beiden, dann habt ihr natürlich die Sichtweise von beiden. Wie gesagt, so sieht's aus. Abo am besten da lassen, Likes da lassen, Kommentare. Wir brauchen alles und nehmen alles. Ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.